Moin moin liebe Leute, willkommen zurück zu Planet Zoo. Ich bin immer noch ein bisschen angekratzt, aber es wird schon werden hoffentlich, ne? Beim letzten Mal haben wir das Gebäude hier fertiggestellt für die Vivarientiere und es gab noch eine Meldung, dass es bei den Rappenantilopen Nachwuchs gab. Wir gucken uns das einfach mal genau an. Gehegeauswahl, Antilopen, wo sind sie denn? Springbok, Thomsengazelle, afrikanischer Strauß, oben wären sie gewesen. Die Rappenantilopen, ne? So. Wir sehen jetzt hier nicht ganz, wer neu ist. Nein. Wir haben aber drei Männchen und drei Weibchen. Und das ist eigentlich schon ein Problem bei denen. Gucken uns das einmal hier an. Scrollen mal in der Zoopedia ein bisschen runter. Wo haben wir euch denn? Ihr wollt ein Männchen, zehn Weibchen. Okay. Ich mache mal eine kleine Pause. Gucken uns das Ganze hier einmal an. Nö, da. So, mit dem Männchen, das ist natürlich nur problematisch, wenn sie auch erwachsen sind. Und das ist jetzt hier noch nicht der Fall. Naja, doch. Ist eine Tier hier. Hätte eigentlich Behütungsmittel bekommen sollen, weil wir wollen keine Inzucht hier haben in dem Zoo. Und Chilombo, du kommst jetzt weg. Frage ist nur, zu welchem Preis? Erstmal ins Handelszentrum. Entschuldigung, ich muss mich kurz räuspern. So, ab mit dir ins Handelszentrum erstmal. Und wir gucken mal nach männlichen Rappenantilopen. Was da so der Preis ist. Jahre alt. Also, ich habe hier natürlich Filter drin, ne? Wir haben ja mittlerweile mehr Filter hier. Springbok, oh, Salma. Es tut mir leid. Ich habe jetzt natürlich hier sehr optimistisch gefiltert, aber ich denke mal, mit 120 um den Dreh gehe ich auch rein. Wir schauen uns das Ganze einmal an. Hier bitte sollten alle Tiere angezeigt werden, die ich habe. Was ist mit dir? Dich wollte ich auch verkaufen, gell? Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Preise, die hier angeboten werden, viel zu niedrig sind. Den gehe ich hier mal mit 150 einfach rein bei dem Wildhund. Der hat ja schon eine ganz gute Attraktivität. Und jetzt ist die Frage, wo bleibt denn eigentlich meine Rappenantilope? Habe ich das gerade wieder falsch verklickt, oder? Gucken wir nochmal. Chilombo, ne, hier bist du nicht mehr. Handelszentrum doch. Oder zumindest auf dem Weg dorthin. Wahrscheinlich auch noch das falsche Geschlecht. Nee. Doch eigentlich alle angeklickt. Wieso bist du nicht im Handelszentrum? Das klären wir gleich nochmal. Das müssen wir auch gleich mal klären. Wie katastrophal habe ich hier die Filter gerade gesetzt? Wo ist das Problem? Hier, da. Deswegen tauchst du nicht auf. Im Handelszentrum machen die Filter hier überhaupt gar keinen Sinn. Und da seid ihr. Du solltest überhaupt gar nicht im Handelszentrum sein. Dich verlegen wir mal wieder schön zurück. Und du gehst in den Handel für 150. Und wir gucken mal, ob das was wird. Upsala, so wird das gar nichts. Wunderbar. Jetzt gibt es hier weiteren Ärger. Ihr verstorben, da müssen wir uns auch noch drum kümmern. Selma, Tierarzt, ist unterwegs. Das ist schön. Es war schön mit dir, Selma. Und wir gucken mal, ob wir dann noch einen neuen Springbok brauchen. Aber wir wollen uns ja um die Tiere für die Vivarien kümmern. Darum geht es mir doch eigentlich viel eher. Einmal in die Tierliste reingehüpft.
Springbok. Drei Männchen, ein Weibchen. Das ist überhaupt nicht gut. So. Badru. Also ich glaube, das ist bei den Springböcken nicht gut. Ein Männchen, 34 Weibchen. Das ist immer ganz verkehrt gerade. Nee, Quatsch. Meine Tierliste. Jetzt werde ich ja ein bisschen durcheinander mit den Menüs gerade. So, du bist auf jeden Fall erwachsen. Du bist meine Nachzucht. Du bist ein älteres Tier. Und du bist das attraktivste. Also. Bahati darf bleiben. Und Bahati. Das einzige Weib. Also, bitteschön. Dafür wird hier erstmal Verhütungsmittel gegeben. Und das könnte trotzdem Inzuchttier sein. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber wir verlegen euch beide erstmal direkt ins Handelszentrum. Und tschüss. Könnten jetzt natürlich nochmal nach dem Springbock-Weibchen gucken. So, hier stimmt natürlich doch das Alphabet, stimmt. Oder die Sortierung. Jetzt wollen wir natürlich nur die tollen Tiere haben, ne? Und dann findet das hier gar keins. Das ist natürlich jetzt mal bitter. Was ist mir nicht so richtig? Können wir hier einen kleinen Abstrich machen? Nehmen wir hier alle weg und gucken mal, was überhaupt kommt. Gibt keine guten Springböcke hier wahrscheinlich, ja? Okay, das ist ein bisschen ein Problem. Warum sind die Tiere denn so beliebt? Oh je. Kämpfe, die sollen sie sich weiter leisten. Also sagt mir eure Erfahrung mit den Alpha-Kämpfen mal, wie ihr damit umgeht. Würde mich noch sehr interessieren. Und dann kümmern wir uns hier um den Laden mal. Wir machen Arbeitsbereiche. Und dafür mal eine kleine Pause. So, Mitarbeiter, Arbeitsbereiche und einen neuen wollen wir anlegen. Und den nennen wir erstmal Vivarien. Wunderbar. Da kommt jetzt das hier alles rein. Ja. Das ist schon Teil dieser ganzen Geschichte hier vorne. Vielleicht. Oh, die haben keinen Arbeitsbereich, okay. Das müssen wir alles nochmal prüfen. Ach, ich lasse es jetzt erstmal so bestehen. Das ist der neue Arbeitsbereich, Vivarien. Und jetzt brauchen wir natürlich Personal dafür. Und jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier noch so an Personal rumlaufen haben. Die vielleicht gerade gar nicht zugeordnet sind. Ich frage mich, ob wir zwei Tierpfleger brauchen für die Ferkel und Hunde. Doch, ja. Wir haben drei fürs Afrika-Großgehege und wir brauchen zwei Stück. Würde ich sagen, hier für unsere Vivarien. Einmal hier. Einmal da. Wir brauchen einen Zoopfleger für die Vivarien. Wir brauchen einen Techniker. Wir brauchen einen Tierarzt. Und eigentlich könnte man nochmal zwei Sicherheitsbeamte hinzunehmen, oder? Mit dem Geld, das klappt, ja. Habt ihr denn noch einmal Auszeiger kleben? Nein. Auch nicht. So. Und jetzt haben wir noch das Thema mit den Verkäufern. Die haben keinen Arbeitsbereich. Also bitte. Vivarien. Und hier Backup
Auch für die Vivarien. Wunderbar. So, Tierarzt müssen wir noch in die Vivarien schicken. Nummer 1. Einer forscht. Oh, Frederico, du hast geforscht. Du darfst weiter forschen. Ja, ja, du machst, kriegst keinen. Und du machst Vivarien so rum. Die Sicherheitsdienste, die haben wir noch gar nicht zugeordnet. Einmal Ferkel und Hunde. Einmal Großgehege. Einmal Vivarien. Techniker, da brauchen wir noch einen für die Vivarien. Einer sollte reichen. Gucken wir mal, das werden wir sehen. Zoopfleger. Einmal Vivarien. Und einer ist Springer. Und zwar ja, der hier noch nicht gut ausgebildet ist. So, der wird Springer sein. Damit hätten wir das alles zugeordnet. Wups, einmal hüpfen. Und wir gucken uns jetzt mal an. Ich will natürlich mit den Spinnen anfangen, ne? Bin da ja so ein bisschen affin. Man muss reinkommen und zuallererst die Spinnies sehen, oder? Jo. Und das Problem wird natürlich sein, wenn ich jetzt hier 30 Arten auf einmal reintue, wird es ganz schnell ja, Probleme geben mit dem Wohlbefinden, weil es ist zu viel auf einmal. Deswegen machen wir das schön langsam. Und gucken mal, Vivarienhandel, was wir da so finden. Nicht jede Tierart, nein. Brasilianische Wanderspinne, wunderbar. Gibt es hier für Geld? Ja, ja, ja. Das kann nicht freigelassen werden, das ist natürlich klar. Alter, alles. Geschlecht auch beides. Hier filtern wir nicht. Guck mal, was wir kriegen. Eine silberne, eine bronzene. 0,6 Jahre, ein Jahr. Ach, nehmen wir. So, Geld ist ja nicht das Thema. An Zoo senden. Hier Nummer 1. Und Nummer 2. Gerettet, ja. Ach, wie schön. Haben wir das. Und jetzt müssen wir es noch einrichten, ne? Mal gucken, was wir hier machen können. Erstmal. Oh, hier ist ja richtig was los. Arbeiten wir uns mal kurz hier an diesen Meldungen ab. Wunderbar. Sind ja alles Arterhaltungspunkte, die wir dringend brauchen. Dann müssen wir mal gucken, dass hier oben irgendwie auch Verkäufer hinkommen. Ich dachte, das hätte ich schon mal geregelt. Aber was brauchen wir also? Die Leute hier sollen was lernen. Das heißt, wir brauchen erstmal eine Einrichtung, die sagt, was wir hier überhaupt haben. Die Vivarien-Infotafel, genau die. Hier kommt mal schön hier an die Seite. Machen wir so. Ja, schön so hier an die Seite ran. Ich sagte schön. Können wir mal das hier ausmachen, genau. So, brasilianische Wanderspinne. Dann brauchen wir hier. Weil hier sind ja sehr, sehr viele Insekten und alles Mögliche. Wir brauchen hier Umgebungslautsprecher und die verstecken wir mal ganz schön hinter dem Hütchen und geben dem mal so ein bisschen Ambient-Sound rein. Was wollen wir? Grillen. Die Futtertiere. Es soll nach Futtertieren klingen. So. Ja, ja, Mitarbeiterräume. Oh je. Die haben wir beide begrüßt. Die Meldungen können weg. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir euch irgendwo sehen. Da! Da ist er. Toll, oder? Eine und ich erwarte schön viel Nachwuchs von euch. Okay. Wir dürfen natürlich die Forschung hier nicht vergessen, wenn wir gerade da sind. Jo, Springbok ist fertig.
Dann nehmen wir hier den Frederico und der soll mal schön. Gibt's für die Tiere, muss es doch auch Forschung geben, oder? Einrichtung, Technikforschung. Ah, Moment. Das wollen wir doch gar nicht. Veterinärforschung. Ich habe da doch schon mal geforscht. Wie ging das denn? Ach, da ist sie doch. Oh Mann, ich bin doch nur blind. Entschuldigung. Die wird jetzt erforscht. Dann können wir ihr ein bisschen was geben. Und wir gucken jetzt mal, wie es der Kleinen geht. Da ist sie. So, mit dem Vivarium ist er natürlich nicht wirklich zufrieden. Das ist mir schon klar. Zwei Stück, ein Pärchen, wunderschön. Layout ist natürlich, ja, nichts erforscht, da können wir nichts machen. Klima, Temperatur. Feuchtigkeit ist okay, Temperatur kann ein kleines bisschen runter, ne? Was wir denn haben? 30 Grad? 29? 29 willst du haben. Kannst du kriegen, hast du, bitteschön. So. Mehr können wir jetzt eigentlich nicht tun für das kleine Tierchen. Jetzt können wir natürlich den Leuten noch das Geld aus der Tasche ziehen. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Es gibt wieder Spendenbüchsen. Die kommt genau zwischen zwei Vivarien immer. So. Wir brauchen Mülltonnen. Oh, jetzt gibt es hier auch noch schöne neue Modelle. Neue Weltmülleimer hier. So. Na? Nehmen wir direkt hier noch einen hin. Einen zum Ausgang. Und dann sollte das hier auch sauber bleiben. Hier wird schon kräftig wieder Soda verkauft. Perfekt. Mülleimer löst dich von meinem Mauszeiger. Was haben wir denn hier noch? Picknick-Baldachin. Ein paar Bänke können wir reinnehmen, oder? So. Wir machen das schön für euch. So, hier gehen nicht mehr viele hin. Den Platz brauchen wir noch. Und was wäre so ein Haus ohne ein bisschen Bewuchs und eine schöne Bepflanzung? Also mal überlegen, wir haben Bänke, wir haben Mülleimer, wir haben was zu essen. Buletten, die kommen halt irgendwo anders hin, die kommen nicht hier rein. Ich will nicht, dass es hier nach Bulette riecht. Ja, was brauchen wir denn noch? Lautsprecher machen wir nach Bedarf. Wir kümmern uns jetzt um die Natur. Und es ist vollkommen egal, was wir nehmen. Es muss einfach schön aussehen und hier reinpassen. Und irgendwie so ein bisschen sich hier in die ganze Geschichte eingliedern. Was haben wir denn schönes? Ein paar Bäumchen? Nee, ne, das ist zu viel. Bäume sind too much für das Ding. Nee, das will keiner haben. Auch obwohl hier zum Spinnen so ein paar kleine Palmen dabei.
wird das doch eigentlich ganz hübsch, oder? So, und hier können wir noch ein bisschen eingrünen. Brombeeren. Die brauchen wir auch für die Futtertiere. Gespenstschrecken und sowas, ne? Die fressen ja alle gerne Brombeer. Ranken. Jetzt müsste ich mir hier leider Gedanken drüber machen. Muss ich nicht in dem Spiel. Das Futter, das kommt ja ganz automatisch. Azaleen, ja, Azaleen sind doch auch hübsch, oder? Die passen aber hier thematisch nicht rein. Nee. Nicht passen Brombeeren auch nicht rein. Nein, ich will keine Brombeeren. Ich will sie nicht. Aloe, das ist doch mal ein bisschen besser, oder? So, Aloe einfach mal hier nebenhin. Haben wir noch irgendwas anderes Schönes? Ist ja lang, ne? Oh, Dabi wird bald sterben. Oh nein. Ist ja schon wieder traurig. Mögen sowas wie fahren? Der ist zu groß. Geht. Hakt ein bisschen raus. Bauen fahren. Ja, wunderbar. So. Dann ist das doch erstmal ganz nett hier, oder? Hier verstorben. Dabir Springbock. Hätte dich rauslassen sollen, ne? Das wäre noch eine Idee gewesen. Freilassen, dann hättest du mir wenigstens noch ein paar Punkte gebracht. Wir machen mal eine kleine Pause. Jetzt gucken wir in die Meldungen rein. Die haben wir schon begrüßt. Bin selbst zu Besuch? Nein. Vollkommener Quatsch. Die Straußen haben auch Probleme mit dem Geschlechterverhältnis. Das heißt, wir gucken jetzt erst nochmal nach den Springböcken und nach den Straußen auch. Nicht in der Forschung, nein. In der Tierliste. So, hat sich das eine Problem von ganz alleine gelöst. Das ist jetzt leider auch mein Springbock-Zuchtmännchen gewesen. Ist jetzt ein bisschen schade. Jetzt müssten wir entweder hier auf Inzucht gehen. Ja, was soll's, ne? Bis wir ein anderes Männchen haben. Oder wir gucken mal, ob eins dabei ist. Springbock ist noch gewählt. Ja, die gibt es ja wirklich günstig. Da können wir mal hochgehen. Und mal gucken, was jetzt noch kommt. Auch die sind nicht arg teuer. Gold, schöne Gene, 150. Dankeschön. Du wirst verlegt. Einmal schön hier hin. Du bist noch immer nicht verkauft. Okay. So, der neue. Dann kommt Badru weg. Ist Badru schon erwachsen? Wo sehe ich das denn eigentlich? Badru ist im Handelszentrum. Oladele auch. Dabir ist tot. Neues Männchen kommt. Alles klar. Springbockzucht kann weitergehen. Ich muss mal hier im Handelszentrum die Filter alle rausnehmen, ne? So, handeln. Gehen wir mal. Ja, ne? Die waren ja jetzt relativ günstig. Ich gehe jetzt einfach mal mit
500 hier rein. Wie sind denn deine Gene? Moment. Erwachsen, du bist erwachsen, okay. Ja, wir gehen jetzt mal mit 125 rein. So. Warum du jetzt gerade hier im Handelszentrum bist, ist mir auch nicht klar. Du musst noch verlegt werden. Hier gehen wir... Nein. Hier gehen wir rein mal mit 125. Oh, was nervt das? So. Du wirst wieder verlegt. Du sollst auch ins Gehege. Und dann sollte es doch passen, oder? Hä, das mit diesen Meldungen hier ist mir immer noch nicht so ganz klar, wann welche aufploppt. So. Raus. Hat auch noch Probleme. Raus war auch ein Männchen und mehrere Weibchen. Gucken wir mal. Ein Männchen, 7 Weibchen. Bitte mal nur die Straußen. Ja, das wundert mich ja hier immer überhaupt nicht, ne? So, die sind natürlich klein. Da ist noch kein Problem. Hier müssen wir uns von einem trennen. Und da geht's los. Wir machen mal Pause. Azi, wie schaut's denn mit dir aus? Du bist gar nicht so ganz toll. So. Ja, Hopp, du bist schon mal ausgewählt. Und du? Hast natürlich gute Gene. Wollen wir mal gucken, ob du bleibst oder wer da noch? Rashid, du gehst auf jeden Fall weg. Und du gehst auch weg. So. Ihr geht direkt ins Handelszentrum. Es tut mir leid. Auch wenn ihr noch nicht ausgewachsen seid. Dann haben wir weiterhin ein Männchen. Der hat auch noch ein bisschen, der lebt noch. Der ist auch in der Tat aus einem anderen Zoo und keine Nachzucht von mir. Wir haben noch Weibchen hier aus einem anderen Zoo. Das heißt, die hier stellen wir alle... Obwohl, nee, das ist ja recht attraktiv hier, das Tier. Du kommst... Ja, du stirbst doch auch bald, also dich lass mal frei. Ihr drei, ihr kommt erstmal ins Handelszentrum, so. Das ist echt ein Mikromanagement, was man hier machen muss. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Will auf meine Tierliste, nicht auf die Handelsliste. Jetzt kann ich schon wieder die Straußen auswählen. So. Im Handelszentrum, perfekt. Der bleibt, ja, das haben wir gesagt. AC ist im Handelszentrum, hier haben wir nochmal 2, die habe ich irgendwie gerade auch wieder übersehen. Ist natürlich auch echt ein guter. So, er bleibt mein Strauß, der hier zum Züchten vorgesehen ist. Und ihr zwei geht auch weg. Ich hoffe, jetzt habe ich mich nicht verzettelt. Straußen sind billige Tiere, oder? Jetzt Handel oder freilassen, ist eigentlich egal. So.
Ja, komm, du bist ein Goldener. Ich setze mal für 75 rein. Hier funktioniert echt nicht die Entfernen- oder Delete-Taste. Das ist sehr schade. Ich probiere mal für 50 zu verhandeln. Und dich lassen wir einfach nur... Ach, du bist nicht adult. Okay. Ihr seid beide nicht adult. Das ist natürlich jetzt blöd. Dann müsst ihr erst ein bisschen älter werden und dann seid ihr dran. Aber dann macht er ja auch keinen Ärger. Okay. Das wollen wir noch lösen. Hier fehlen noch mindestens zwei Verkäufer. So. Zubi. Das Menü haben wir uns auch noch nicht geklickt. Das machen wir gerade nochmal über das andere Menü hier. Bei den Verkäufern. Hier, Afrika-Großgehege. Hier auch. Und wir schicken nochmal Verkäufer in die Weiterbildung. Und zwar zwei Stück. Und wir machen hier bei jeder Abteilung nochmal ein paar Leute ein bisschen schlauer. Und auch Tierärzte sollen was können bei mir im Zoo. Wunderbar. Nur so kommt Geld rein. Gut ausgebildetes Personal, extrem wichtig, ja. Und hier motzt natürlich noch keiner über die Mitarbeitergebäude, weil da noch keiner dran vorbeiläuft. Oh, ist voll. Die kommen hier vom Limo-Laden. Nee, der ist nicht voll. Der ist einfach nur unterbesetzt. Okay. Dann nehmen wir da auch nochmal Personal rein. Und nochmal einen, der zwischen beiden Läden hin und her springen kann. So, Azubi. Nur Azubis hier. Ich brauche Profis in dem Zoo. Okay. Wahrscheinlich machen sie alle Pause. Einer von vier, das geht doch noch. Was ist hier los? Ineffizient, ja, ja. Wenn sechs Tierpfleger rein. Natürlich eine große Geschichte, gell? Könnten wir auch eigentlich hinten gebrauchen, oder? Voll auf Crash gefahren hier. So, einmal hoch. Gucken wir uns mal die Auslastung dieser Tierfliegerhütte an. Nö. Ineffizient. Alles gut. Sonst haben wir aber noch keine, oder? Doch, da hinten, da sind noch welche. Es reicht ja fast, wenn wir eine Hütte hätten, die wir beide Bereiche zuordnen. Aber gut, kostet uns jetzt auch nicht unbedingt, sag mal, so viel Geld. Lassen wir es mal stehen. Wildhunde, Krabbenantilopen machen auch schon wieder Ärger. Leute, das gucke ich mir noch mal im Off ein bisschen an. Beim nächsten Mal holen wir uns neue Tiere für die Vivarien. Gucken, was wir dann so bekommen.
haben wir alles abgeklärt. Yo, Veterinärforschung. Das können wir noch machen. Die Spinne, die bekommt ein bisschen was Nettes, damit es ihr besser geht. Jetzt ist die Frage, wo finden wir sie? Da hängt eine. Sehr schön. Oh, oh, oh. Oh, sehr schön. Das geht ja schon wieder ab hier. Das kommt mal alles rein. Klima passt. Fenster schließen. Nö, oder? Nein. Die schließen wir nicht. So, das ist doch fein. Jetzt guck mal ein letztes Mal in die Zoopedia rein. Interessiert mich nämlich jetzt schon, wie das hier angegeben ist mit der Gruppengröße 1 bis 6. Das ist natürlich jetzt mal absolut überhaupt nicht naturgetreu bei den Spinnen. Aber das ist mal egal, es ist ein Spiel. Gucken wir uns das noch einmal an, wie viele das hier sind. Ach ne, die sind hier. Nein, ich will in die Zooliste. Ach Mensch, die ganzen Menüs hier. 1, 2, 3, 4, 5 ist alles noch kein Problem. Hier gibt es aber nochmal, ja, 9 Nachwuchs. Soweit eigentlich alles ganz gut. Draußen machen bald wieder Ärger. Ach du Schreck. Hier, Leute, das ist ja schlimm hier in dem Zoo. Das gerät ja bald außer Kontrolle. Ich frage mich, wie man das managen soll, wenn man 40, 50 Tierarten hat. Herrje, das wird spannend. Okay, also wenn die Silvia hier ihre Eier gelegt hat, den Kokon ausgebrütet hat, dann dürfen wir auf jeden Fall Spinnen verkaufen schon oder freilassen. Supergeil, hier geht's richtig rund. Wir machen an der Stelle jetzt Schluss. Und beim nächsten Mal, wie gesagt, werden die anderen Vivarien gefüllt. Dann werden wir nochmal irgendeine Toilette hinpflanzen. Wir werden mal gucken, ob wir diesen Weg hier irgendwie rund führen oder auch nicht. Könnte auch sein, dass wir es lassen, dass wir den hier abbrechen. Oder dass der einfach ganz woanders hinführt, ohne nochmal hier oben dran zu gehen. Ja, dich braucht keiner mehr. Rückgängig gibt es. Keine Schnellschüsse am Ende des Videos, Matze, merkst dir. Das hätte ja ein Fail werden können, wenn ich das nicht gerafft hätte. So, wir hören besser auf, bevor was Ernstes schief geht. Wenn es euch gefallen hat, ne, liken bitte, nochmal abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt und beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dann, euer Matze.